Auf der Karte muss Hassan Kadem erst genau suchen, um sein kleines Heimatdorf Gürkaynak im Südosten der Türkei zu finden. Hier. Fast 50 Jahre ist es her, dass er und seine Frau Cennet von dort nach Berlin kamen, als Gastarbeiter. Eigentlich sollten sie nach ein paar Jahren wieder nach Hause. Damals die Politiker, die hatten uns, keiner hat uns gekümmert. Keiner hat darüber geredet, das sind die Leute, die bleiben so lange hier, die müssen integriert werden. Integration jetzt vor nach 10 Jahren, vor 10 Jahren haben wir so schön gehört. Oder vor 15 Jahren, die hatten gesagt, warum die Leute hatten sich nicht integriert. Ja. Ja. Auch ohne staatliche Hilfe haben sich die Kadems zurechtgefunden. Der Schlüssel für sie, die deutsche Sprache. Nach der Arbeit hat Cennet Kadem Deutsch gelernt, mit Hilfe eines Radioprogramms. Dass manche heute den Vergleich zwischen den Gastarbeitern von damals und den Bürgerkriegsflüchtlingen ziehen, findet sie abwegig. Wir waren glücklich, wenn wir ein bisschen Geld verdienen haben. Und wir waren unsere Kinder versorgen und ein besseres Leben vorstellen und das einfach so weitergehen. Wenn nicht, hätten wir wieder nach Hause gehen können. Aber die nicht. Fast 1 Million türkische Gastarbeiter kamen in den 60er und 70er Jahren nach Deutschland. Später holten viele von ihnen ihre Familien nach und blieben, obwohl ihnen zunächst keiner eine Perspektive bot. Und zu einer Perspektive gehört neben Arbeit eben auch Bildung. Das meint Serhat Kayakayali. Er forscht zum Thema Einwanderung. Auch sein Vater kam als Gastarbeiter nach Deutschland. Seine Mutter war Lehrerin. Sie förderte ihren Sohn, aber auch die türkischen Frauen in ihrem Umfeld. Oft waren das eben Frauen, die selber weder, also die Analphabetin waren, ne? Und die hat dann angefangen, mit denen erstmal Nähkurse zu machen, um überhaupt was mit denen zu machen. Und dann im nächsten Schritt hat sie mit denen dann auch lesen und schreiben gelernt. Und da haben die, und das war so der Weg, denen klarzumachen oder die dafür zu sensibilisieren, dass Bildung wichtig ist. Cennet Kadems 5 Kinder haben alle studiert. Sie wünscht sich, dass es die Flüchtlinge von heute leichter haben als die Gastarbeiter von früher. Die Hunde waren hier und die hatten damit. Politiker, die müssen richtig darin kümmern, aber die Leute, die müssen auch sich ein bisschen Mühe geben. Wenn die Leute sich keine Mühe geben, die kann keiner kann sich so mit dem Gewalt kann keiner sich das integrieren. Beide Seiten muss er sein. Fast 2 Jahrzehnte hat es gedauert, sagen sie, bis sie sich in Deutschland wirklich zu Hause gefühlt haben. Mit ein bisschen Hilfe könnte es schneller gehen.